Ich habe ein wundervolles Buch gelesen, das ich schon ein Jahr auf dem Stapel liegen hatte. Und jetzt, ich ahnte schon, dass das ganz toll ist. Jetzt habe ich es endlich gelesen. Es heißt Beasts of Burden von Sonora Taylor. Also es geht um die Verschränkung von Ableism und Speciesism, also um Tierbefreiung und um Behindertenpolitik. In Deutschland ist das sogar schon unelegant auszusprechen. Ich glaube, wir haben gar kein gutes Wort für Ableism, also die Diskriminierung und Ausgrenzung, die damit einhergeht, dass manche Körper eben als nicht normal, als minder funktionierend oder sowas angesehen und etikettiert werden. Das ist so ein bisschen schwierig. Jetzt im Folgenden, wenn ich darüber rede. Und Beasts of Burden bezieht sich eben auch darauf, dass, ja, Beasts als ein Wort für Animals und Burden kann sowohl natürlich die Last sein, die die Tiere tragen, als auch die Last, die die Menschen im übertragenen Sinne tragen. Und um es gleich zu sagen, bei Sonora Taylor geht es darum, dass beides verschränkt ist. Also es ist sozusagen eine intersektionale Herangehensweise, die wir sonst eher so von Rassismus und Speziesismus oder Feminismus und Speziesismus, Sexismus und Speziesismus kennen. Und hier ist es eben Ableism und Speziesismus. Und es ist wirklich ein ganz ergiebiges, wahnsinnig, in Teilen wahnsinnig schön geschriebenes und nämlich nachdenkliches Buch. Und auch wenn es auf Englisch ist und viele Leute nicht so gerne Englisch lesen, möchte ich es euch, bevor ich jetzt überhaupt erzähle, was drin ist, schon mal sagen. Also, wenn ihr es irgendwo in euch habt, auch mal ein englisches Buch zu lesen, dann vielleicht dieses. Sonora Taylor wurde 1982 geboren in Georgia. No, in Atlanta, aber sie ist in Georgia aufgewachsen, also in den eher Südstaaten. Ne? Und sie ist heute Künstlerin und Aktivistin, Tierrechtsaktivistin, Behindertenaktivistin. Auch das Wort ist im Deutschen, kommt selten vor. Ist ein bisschen schwierig. Nun ja. Und schon damals in Georgia hat sie, das erzählt sie im Vorwort, und das ist schon wieder so ein Beispiel ihres auch wirklich schönen Erzählens. Sie erzählt, wie sie als Kinder immer dieser Transporter gesehen haben mit den Hühnern drin und dass sie dann aber später erst verstanden hatten, was da mit den Hühnern geschieht. Und das ist ganz süße Stelle, wie sie und ihre Schwester liefen dann eines Tages ganz aufgeregt auf die Eltern zu und haben ihnen von dieser schrecklichen Entdeckung berichtet, die sie gemacht hat, nämlich dass Fleisch getötete Tiere sind. Und tatsächlich wurden sie dann auch Vegetarierinnen. Es gab da keinen Widerstand seitens der Eltern. Und sie hat dann auch als Künstlerin relativ früh begonnen, sich mit dem Thema Ausbeutung von Tieren zu befassen. Ihr könnt mal nachschauen, da gibt es so Bilder auch, wo sie sich in Beziehung zu Tieren setzt. Darauf komme ich noch zurück. Und erst später hat sie eigentlich so richtig Anschluss gefunden an, also ihr Leben war schon immer durch eine Behinderung geprägt, die, wenn ich es recht verstanden habe, genetisch veranlagt ist und sowas mit so, ja, Gelenke versteift und dass sie sich nicht so bewegen kann, wie die meisten Menschen. Also sie kann nicht die volle Spanne der Gelenke ausnutzen. Sie benutzt auch einen Rollstuhl, den sie immer nur für ein paar Schritte verlassen kann eigentlich. Und viele Dinge des Alltags sind für sie entweder schwierig, wenn sie versucht, sie so zu auszuführen, wie die meisten anderen Menschen das machen, oder auch unmöglich, oder sie wählt andere Wege. Auch darauf komme ich noch zurück. Sie denkt bei all dem nämlich immer darüber, über diesen Mensch-Tier-Bezug nach, was es zum Beispiel auch heißt, wenn wir Menschen mit Tieren vergleichen. Gut, dann ziehe ich das jetzt doch vor. Zum Beispiel ist es für viele Behinderte, also je nachdem, was man eben mit den Händen so hat, ne, auch dann einfacher, direkt vom Teller zu essen. Aber das gilt ja eben als so wie Tiere essen, ja. Der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er erst noch ein Instrument, am besten noch ein Instrument verwendet oder eben die Hand. Und über solche Beobachtungen reflektiert sie viel. Wenn ich es richtig verstehe, ist dieses Buch über 10 Jahre gewachsen und ich finde, das merkt man, das ist so ein richtig so ein gereiftes Buch, das immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln ansetzt. Es sind nicht irgendwie verschiedene Essays, aber es ist jetzt auch nicht ein stringentes System oder so, sondern es sind immer wieder Beobachtungen und philosophische Überlegungen, die sehr gut zusammenpassen. Ja, vielleicht, also ein Teil des Buchs oder am Anfang erfährt man einfach auch viel über
ja überhaupt die Situation von körperlich und auch geistig behindert, aber vor allem körperlich behinderten, würde ich sagen. Und mir war zum Beispiel nicht klar, dass es 15 bis 20% der Weltbevölkerung in irgendeiner Weise wohl behindert sind. Da werden auch chronisch Kranke dazu gezählt. Also zum Beispiel auch ich. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit Multiple Sklerose diagnostiziert wurde. Und das war vermutlich auch ein Grund, also die Diagnose wurde vor 1,5 Jahren gestellt. Und das war vermutlich für mich auch ein Grund, dass das Buch noch ein Jahr lang liegen blieb, weil es war einfach ein bisschen zu nah dran. Ja, das ist sehr schwierig, mit so einer Diagnose erstmal umzugehen. Und das Interessante ist, daran habe ich mich eben auch wiedergefunden oder viele Menschen wiedergefunden, dass man es eben oft über andere Leute nicht weiß. Es gibt so eine Normalitätsunterstellung, weil viele Behinderungen oder chronische Krankheiten oder Einschränkungen eben auch unsichtbar sind. Oder durch der umgekehrte Weg, die Menschen werden so sehr ausgegrenzt und man verunmöglicht ihnen so sehr den Zugang zu öffentlichen Raum, dass man sie gar nicht zu gesehen bekommt. Wobei sie sagt, dass Behinderung ist eigentlich. Also ist auch eine Behinderung, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, ist nicht primär ein medizinisches Problem eigentlich, sondern ein soziales. Und sie macht das ganz plausibel so am Beispiel der Treppe. Wir empfinden so eine Rampe, also so eine Rampe ist so extra. Oh, für Behinderte musste extra mal so eine Rampe gemacht werden. Ja gut, aber für andere Menschen gibt es eben Treppen. Treppen sind ja auch eine technische Methode, um Menschen Steigungen begehbar zu machen. Also das eine ist halt die Rampe und das andere ist die Treppe. Und die Treppe gilt als normal und die Rampe so, boah, extra mühevoll teuer und da kommt ein Schild dran und so, ja. Also so funktioniert eben auch die Unterteilung in Normalität und Behinderung und normal und krank und so im Alltag an vielen Stellen. Das Interessante ist, also sie macht jetzt so einen kleinen Durchgang am Anfang, vielleicht so eine Art Einführung in dieses Nachdenken über Behinderung. Sie sagt, das Interessante ist, also jetzt, wenn man mit Historikern spricht, also sie zitiert einen Historiker, auch in der Geschichte, natürlich gab es auch früher Menschen mit den vielfältigsten Behinderungen. Und sie sagt, beziehungsweise dieser Historiker sagt, aber es wird eben nicht in die Geschichtsschreibung aufgenommen. Ja? Also, jetzt, wenn ich überlege, wann habe ich das mal gelesen? Ja, manchmal wird das so erwähnt, dass irgendein Herrscher irgendwas hatte. Ja? Aber wenn ich jetzt so ein Bild habe oder wenn man so ein Bild vom mittelalterlichen London oder Frankfurt oder was weiß ich, was sieht, da kriegt man das nicht so deutlich gezeigt, beziehungsweise wenn, dann vermute ich auch eher mit unserem Blick heute, oh weia, der eine, der kann ja gar nicht gehen. Aber es ist kein selbstverständlicher Teil der Menschheitsgeschichte sozusagen. Sie sagt auch, dass das in der Ethologie, also der Verhaltensforschung am nichtmenschlichen Tier, ganz ähnlich ist. Wenn man da genauer hinschaut, sie spricht unter anderem, also zieht Marc Bekow heran, dass man auch da immer wieder Behinderung findet und dass es keswegs der Fall ist, dass die, wenn das zum Beispiel soziale Tiere sind, dass die anderen Tiere das Tier dann sofort ausgrenzen. Also wir haben da gleich so darwinistische oder pseudodarwinistische Ideen im Kopf, oh, wird ausgemerzt, bleibt auf der Strecke, wird gleich vom Fressfeind geholt. Aber oft gibt es eben Wege, wie sich sowohl das Individuum als auch wie sich Gemeinschaft adaptieren können. Und dann gibt es auch ein Leben mit Behinderung oder vielleicht sollte man sagen Variationen. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, über diese Sachen zu sprechen, weil ich spreche jetzt mal ein zentrales Problem an, ein Motiv, was immer wieder bei ihr auftaucht. Es gibt beide Sichten. Über Behinderung zu sprechen, als wäre es nur etwas Tragisches, als wäre es nur, oh Scheiße, das ist kein richtiges Leben. Und oder bei Tieren, na, soll man nicht doch lieber einschläfern lassen? Also immer diese Betonung auf dem Negativen, dem Unvollständigen, dem, was dieses Wesen nicht hat, ja, die ist sehr diskriminierend und es wird ja oft von Behindertenaktivisten auch umgekehrt aufgegriffen, zu sagen, hey Leute, wir haben schon auch ein Leben, bitte guckt mal hin, was wir alles tun. Wir sind nicht nur nicht das, wir können nicht das, wir können nicht das. Das ist auch eine Chance, es sind auch bestimmte Fähigkeiten oder Möglichkeiten. Und vor allem, es ist eben auch ein Leben, ein reichhaltiges Leben, das vielleicht einfach andere Bestandteile hat. Also es gibt diese, dass man sich wehren muss gegen die so rein negative Beschreibung. Und andererseits, natürlich, würde man es jetzt nicht begrüßen, wenn man jemanden absichtlich behindert. Oder was im Englischen, also sie spricht auch von Crip, also Krüppel, verkrüppeln, sie benutzt es auch als Wort. Und sie sagt an einer Stelle, wir müssen, we have to crip. Animal Ethics, also wir müssen Tierethik verkrüppeln im Sinne von, wir müssen das integrieren. Ja? Und
Wenn wir uns zum Beispiel erinnern, wie wir über Massentierhaltung oder industrielle Tierhaltung, versucht das Wort eigentlich gar nicht zu verwenden, weil das ist dann immer schon die Ausflucht für die Leute, die dann angeblich nur Biowürste essen. Aber gut, wenn wir über diese Art von Tierhaltung, die heutige Art von Tierhaltung sprechen, sagen wir auch oft, die sind verzüchtet, die sind lebensunfähig gezüchtet, die können sich ja gar nicht mehr selber vermehren, die können ja selber kaum stehen, die Puten mit ihren schweren Brüsten und so. Also wir haben da natürlich auch einen Blick auf, das ist ja auch Behinderung, ja, auf eine Behinderung, wo wir sagen, das ist ein Unrecht, hat auch seine Berechtigung. Aber es changiert, es gibt eben beides. Wir dürfen es nicht nur unter diesem negativen, jede Behinderung ist ein Makel, wir müssen auf jeden Fall versuchen, von einer Welt, zu einer Welt ohne Behinderung zu kommen. Das müssen wir vermeiden. Und andererseits, eine Behinderung zuzufügen oder einen Körper leiden zu lassen, ist natürlich ein Unrecht. Und das ist so ein Problem, glaube ich, das ist theoretisch hier überhaupt nicht gelöst. Das ist überhaupt grundsätzlich, glaube ich, in der Debatte um Behinderung nicht gelöst. Und das kann man möglicherweise auch gar nicht lösen. Das ist kein Manko, das taucht nur immer wieder auf. Ne? Und das, was sie jetzt über verzüchtete Tiere in der heutigen Tierhaltung sagt, finde ich sehr interessant und relevant, weil wenn man zum Beispiel auf einem Lebenshof Tiere aufnimmt, die auf diese Weise verzüchtet wurden, dann gibt es auch Leute, die sagen, es kann doch eh nicht leben, so in der Art. Oder es gibt diese Stimme auch in einem selber, dass man denkt, das ist doch gar kein so richtiges Leben. Also irgendwie, das ist doch, da fehlt doch irgendwie alles. Ja? Das Skelett ist schief und krumm, kann kaum gehen, Fußballentzündung hier und dort, Legedarm völlig kaputt bei einem Ei, bei einem Huhn. Und trotzdem ist es ein Leben, was von dem Subjekt gelebt werden will. Ja? Und darin steht, ist eben auch eine Herausforderung, denke ich, wirklich jedes Lebewesen auch ernst zu nehmen. Egal, ob es so oder so geboren wurde oder geschlüpft ist. Ja, darauf komme ich nachher nochmal zurück. Sie sagt übrigens über die Hühner, und das finde ich sehr clever, sagt sie, dass sie gleichzeitig, oder Tiere in der heutigen Tierhaltung, dass sie gleichzeitig disabled und hyperabled sind. Also sie sind behindert, also sie sind zu weniger Leistung, also sie können weniger und sie können viel, viel mehr. Sie geben viel zu viel Milch, sie legen viel zu viel Eier. Das finde ich eine interessante Überlegung. Oder ich fand einfach das Wort auch interessant. In einer gewissen Weise sind sie über, leisten sie viel zu viel. Ich wollte jetzt mal zwei Bilder euch zeigen, die ich erstmal finden muss. Sekunde, ach so. Das eine, das ist aus 1950er Jahren aus den USA. Und man sieht darauf, das ist so eine Art Plakatkampagne oder sowas gewesen, Seiten der Tierindustrie, ein Aufruf an die eigenen Mitarbeiter. Man sieht also darauf ein Schaf im Rollstuhl, ein Schwein mit Bandage und Krücken und eine Kuh, die hat irgendwie auch eine Hand so in der Schlinge, die ist also auch versehrt. Und da steht oben drüber: One bruise is one too many. It costs you money. Also, eine Verletzung ist, jede Verletzung ist eine zu viel. Sie kostet euch Geld. Und dann steht drunter, es ist wichtig, dass wir uns erinnern, wenn wir mit Nutztieren zu tun haben, leicht oder vorsichtig oder so easy does it, ja, nicht so grob. Ja. Das ist irgendwie so krass, wenn man sich überlegt, dass schon 1950er Jahren bekannt war, dass im normalen alltäglichen Handling von Tieren diese Tiere verletzt wurden. Also das, was heute immer wieder von Dokumentationen von unseren Rechercheuren gezeigt werden muss, ja, auch in diesem Schlachthof, ja, auch in diesem Putenbetrieb. Und natürlich, jeder weiß es, ja, in 1950er Jahren schon. Und auch damals war das Hauptargument, was für die Leute dort zählte, es kostet Geld, weil das Fleisch müsst ihr nachher verwerfen, wenn da irgendwie so ein großer blauer Fleck drin ist. Ein anderes Bild wollte ich auch noch zeigen. Und zwar ist das das Logo von einer Gruppe von Behindertenaktivisten, die in den 1980er Jahren sich für eben für Tierrechte und gegen Tierversuche stark gemacht haben. Man sieht darauf das internationale Bild von einem Menschen im Rolli. Und da, wo das Rad des Rollstuhls ist, da sieht man das Schema eines Pavians, eines Kaninchens. Die anderen kann ich gar nicht erkennen. Ich glaube, das ist ein Hund und eine Katze. Und in dem Körper des Rollifahrers oder Fahrerin ist ein Herz. Und das Ganze heißt
Das ist die Gruppe für also egal, also jedenfalls von chronisch Kranken und Behinderten, die Gruppe hieß DIA, gegen Tierversuche. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte, die Taylor erzählt, nämlich von dieser Gruppe, die früh sich gegen Tierversuche engagiert hat. Sie beschreibt einfach dieses Dilemma, was übrigens auch ganz gesunde Menschen betrifft, weil fast jeder hat schon mal irgendeine Tablette genommen oder war schon mal kurz im Krankenhaus, hat eine Thrombosespritze gekriegt oder Blut abgenommen, was auch immer. Aber behinderte Menschen und chronisch kranke Menschen sind natürlich damit häufiger und stärker konfrontiert, dass wir ständig darauf angewiesen sind, auf Medikamente oder auf Verfahren, die in Tierversuchen entwickelt wurden, die teilweise immer wieder an Tieren getestet wurden. Bei manchen Medikamenten werden immer wieder die neuen Chargen an Tieren getestet, um sicherzustellen, dass die Zusammensetzung richtig ist und so weiter. Bei vielen Labortests werden Tiere eingesetzt und so weiter. Wir profitieren davon. Ja? Wie gehen wir damit um? Und sie stellt hier, Taylor stellt einerseits diese Gruppe von Behindertenaktivistinnen vor oder auch wie sie damit umgeht und andere. Sie stellt aber auch eine Kampagne der Tierversuch oder der Pharma-Lobby vor, die dann teilweise recht aggressiv versucht haben, damit, also die haben dann behinderte Kinder in ihren Kampagnen gezeigt und gesagt, ja, man kann ihnen helfen, aber sozusagen nur mit Tierversuchen. Und natürlich auch Behindertenaktivistinnen selber, die sagen, nein, sorry, ich komme zuerst. Ich bin jetzt mal die falsche Adresse, um mich auch um Tierversuche zu kümmern. Ich bin dafür oder es ist mir egal. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man natürlich sich klar macht, man darf nicht einfach Vertreter bestimmter Gruppen so ranschleifen. Na, guck mal, hier haben wir einen Menschen im Rolli und der ist auch für oder gegen Tierversuche. Das gibt es ja mit anderen sozialen Gruppen auch. Man muss sich klar machen, es gibt verschiedene Ansichten und verschiedene Haltungen, das ist natürlich logisch. Und zum Zweiten zeigt das, oder das ist eine Stelle, wo man wieder so merkt, wie ach, gleichzeitig entschieden und behutsam Taylor mit solchen Dingen umgeht. Ich kann das jetzt ein bisschen schwer so nacherzählen, aber sie ist eine ganz klare Tierrechtlerin gegen Tierversuche und für Veganismus und so weiter und so fort. Aber sie macht das auf eine Art, die, wie soll ich das sagen, sie ist ständig im Dialog auch mit der Gegenseite oder den anderen. Ein wunderbares Beispiel aus dem Buch ist, sie beschreibt einen Dialog, eine Begegnung mit Peter Singer. Und ihr wisst, Peter Singer, dieser ehrwürdige Animal Liberation Protagonist, eine Koryphäe sozusagen der Tierschutz- oder Tierbefreiungsbewegung, der Utilitarist ist, der hat sehr problematische Sachen über Behinderte geschrieben, also über den Wert des Lebens von Behinderung. Also es ist so ein bisschen schwer, ihn da irgendwie festzunageln, wie er es. Er meint das wohl früher auch ein bisschen problematischer als heute noch, ist, aber egal, aber es folgt oft doch daraus zu sagen, naja, eigentlich wäre es schon besser, wenn die gar nicht erst leben würden. Sowas in der Art. Und das ist natürlich eine Abwertung von Menschen, die tatsächlich so leben. Und ein Abqualifizieren von einem Leben, das man gar nicht wirklich kennt. Und das macht sie auch ziemlich klar, dass Singer eigentlich wenig Vertrautheit mit den Leben behinderter Menschen hat, das ja so divers sein kann, und da mehr von draußen so urteilt und dass allein dadurch schon eine Verzerrung reinkommt. Aber wie sie beschreibt, wie die beiden sich unterhalten und versuchen zum Verständnis zu kommen, ist einfach herzerwärmend. Also sie kanzelt ihn nicht ab. Sie lässt ihn auch in den Stellen, wo sie merkt, er bemüht sich. Ja? Das hebt sie hervor. Das gönnt sie ihm. Ja? Sie ist nicht darauf angewiesen, ihn in den Bausch und Bogen zu verdammen. Das sind einfach großartige Stellen. Ja? Sie erzählt dann, wie sie zum ersten Mal eine eigene Wohnung hatte. Ja? Und wie stolz oder wie happy sie war, dass sie einfach alleine jetzt leben konnte. Und dann hat sie gemerkt, das ist ja furchtbar schwierig für sie, sich selber zu ernähren mit Selbstgekochtem. Und da hat sich ganz lang von Junkfood ernährt und was weiß ich. Und ihr wurde klar, das ist wirklich sehr schwer, sich vegan zu ernähren, wenn man bestimmte Behinderungen mit den Händen oder Beinen oder was auch immer hat. Und wir kennen ja dieses Argument aus einem anderen Kontext. Ja, der Hartz-IV-Empfänger kann sich ja auch keine Sojasachen leisten und Tofu leisten. Ne? Da ist das ja nur so ein Abwatsch-Argument. Das ist bei ihr natürlich nicht so. Sondern sie steigt da wirklich drauf ein. Was für Schwierigkeiten gibt es für Menschen, für behinderte Menschen, sich vegan zu ernähren? Und was bedeutet dann vegan oder auch nicht vegan zu leben? Und ich finde, das ist so liebevoll und gut gemacht. Übrigens war mir das gar nicht so klar. Stimmt, ja, natürlich. Dieses ganze Selberkochen oder auch der Hype um Selberkochen. Ja, hochwertige Nahrungsmittel, man muss es selber, nicht nur Junk. Ja, das kann man sich eben auch nur leisten, wenn man irgendwie das Geschick in den Händen hat, das zu machen.
Und sie sagt dann an irgendeiner Stelle, dass es eben trotzdem, ja, dass man politisch vegan sein kann, sogar wenn man sich nicht komplett vegan ernährt. Und das finde ich einen so richtigen Gedanken. Ich nenne das manchmal so pro-vegan, dass man ja eigentlich dafür wäre, dass die Leute es tun. Aber nein, wieso nennen wir es nicht einfach vegan, politisch vegan? Ja, aber gerade geht es nicht, weil ich habe keinen Zugang zu einer sozialen Hilfe, die für mich kocht. Ja, sie hat sich dann irgendwann jemanden einstellen können. Da gab es irgendwelche Möglichkeiten, die ihr beim Kochen geholfen hat, zum Beispiel. Und ich finde es sehr heilsam, über solche Schwierigkeiten mal nachzudenken. Und ich finde es ganz wunderbar, ihr dabei zu folgen, wie sie darüber nachdenkt, wie sie Lebenserfahrung verarbeitet, ihre Erfahrung, die Erfahrung von anderen, das Pro und Contra, die Widersprüche. Also das macht die Tiefe und die Reichhaltigkeit dieses Buches aus. Jetzt habe ich schon relativ viel erzählt und ich merke, ich habe noch so viele weitere Notizen, weil ich aus diesem Buch wirklich sehr viel gelernt habe. Es geht dann auch um dieses Argument der Human Marginal Cases, was ihr sicher kennt unter dem Argument, wenn Leute sagen, ja, aber nur Menschen müssen berücksichtigt werden. Und dann fragt man, warum? Na ja, gut, weil wir eben Selbstbewusstsein haben und Klugheit und bla und so. Und dann sagt man, ja, gut, aber es gibt auch Menschen, die sind zum Beispiel dement oder kleine Kinder, die können ja auch nicht für sich sorgen, aber wir berücksichtigen ja trotzdem moralisch. Oder dass man sagt, nur Wesen können Rechte haben, die sie auch selber vertreten können. So geht das Argument meistens. Ja, und dann sagen wir, ja, wieso? Aber kleine Kinder haben auch Rechte, obwohl sie sie nicht selber vertreten können oder stark Behinderte. Und darüber gibt es in letzter Zeit zu vermehrt eine Debatte, ob das eigentlich ein gutes Argument ist. Zum einen, weil es natürlich immer so leicht in die Richtung gleiten kann, also der Diskriminierung von Behinderten, wie Tiere oder auch keine vollen Menschen, ja, so kann das sein, und auch philosophisch, weil es von manchen als unbefriedigend empfunden wird. Das ist ein großes Fass, das mache ich jetzt nicht auf. Ich sage vielleicht nur noch mal was abschließend zu dem Thema wie Tiere. Und zwar ähnlich wie es übrigens auch schon FCO, das habe ich ja auch schon vorgestellt, gesagt hat, dass ja, schwarze Menschen oft zu den nichtmenschlichen Tieren so gleichgestellt wurden und in die Nähe gerückt wurden. So geschieht es mit behinderten Menschen auch oft. Zum einen mit geistig Behinderten, dass man sagt, naja, die haben so ungefähr, also dass man sie nicht als Menschen voll nimmt, sondern mehr so als tierliche Organismen. In diesem Fall muss man wohl sagen, tierische, also im abwertenden Sinne. Und auch die Körperlichkeit. Also es war mir gar nicht klar, dass es so oft so was gibt, wie du bewegst dich wie ein Affe. Du lässt dir die Arme hängen wie ein, ich glaube, Walross oder ich weiß gar nicht, was das ist. Egal. Also sowas in der Art, dass es so abwertende Tiervergleiche gibt. Auch da erzählt sie übrigens Geschichten von Behinderten, die das wieder positiv aufgegriffen haben, die da so eine Karriere gemacht haben. Der Walrossmann oder der Seehundmann. Das sind so kleine Erzählungen am Rande, die auch, mit denen sie einen noch so zusätzlich beschenkt. Aber es geht ja also darum, wie kann man das aufgreifen? Auch da sagt sie nicht, es ist grundsätzlich positiv, wir müssen es positiv aufgreifen. Aber sie greift es positiv auf. Und vielleicht sage ich dazu noch mal ein paar Sachen. Nämlich, dass sie sagt, dass sie durch die Behinderung, also dass sie sagt, eine Behinderung hat eben auch Chancen, Sachen zu erkennen, die in unserer gesellschaftlichen Normalität sonst verstellt sind. Ja? Die Behinderung gibt ihr auch Chancen oder diese Analogie zum Tierkörper. Erinnert sie daran, dass sie ein Tierkörper, dass es ein Tierkörper ist. Jede von uns lebt in einem tierlichen Körper. Ja. Wir können es alle nicht darüber erheben. Wir haben alle diese Merkmale auch von Verletzlichkeit und von ja, die körperliche Zugriff auf die Welt oder sowas. Ja. Und der ermöglicht ihr, ich nehme an, da spricht auch ein bisschen die Künstlerin, aber eben auch so die Philosophin, die Denkerin, einen Zugang auf die Welt und auch auf einen kritischen Weg auf die Welt. Ganz interessant ist übrigens auch, wie sie sagt, wir haben oft so einen glorifizierenden Blick zum Beispiel auf Natur, wo immer das Erhabene, das Gesunde vorkommt. Ich habe schon erzählt mit der Ethologie. Und domestizierte Tiere gelten da auch irgendwie so als, naja, die kämen ja eigentlich gar nicht mehr alleine zurecht. Wie sollte man die ganz aussterben lassen? Also nicht nur die Nutztiere, die verzüchtet, sondern auch die anderen. Und in solchen Momenten macht sie überall so Ableism aus, finde ich. Also sie sagt, wir haben einen abwertenden Blick auf das nicht normal Funktionierende, ständig. Auch wenn wir über Tiere reden, wenn wir über Natur reden, wenn wir über erfülltes Leben reden. Und
Ja, das versucht sie, das ist eigentlich der Kern ihres Buches, auf den es dann auch immer wieder zurückkommt. Oder das ist, es ist ein Lehrgang darin, die Sachen sich so zu überlegen. Und für mich war das sehr lehrreich, wie gesagt, wenn man über Nutztiere nachdenkt, über Wildtiere versus domestizierte Tiere. Ich denke manchmal, wenn ich meine alt werdenden Schafe betrachte, denke ich manchmal, es ist so leicht, ein junges Lämmlein süß zu finden, das über die Weide hopst. Aber ein alterndes Schaf, was zum Beispiel Arthrose hat, ein bisschen hinkt, wo ein bisschen schief ist und Fellprobleme hat, wie das bei alten Kamerunern zum Beispiel oft der Fall ist. Dieses Tier hat auch Würde. Ja? Wir machen immer Postkarten von hüpfenden Lämmern. Die anderen so, bisschen betreten. Ja, das ist auch Ableism eigentlich. Ne? Und ja, in dem Suchen nach solchen Momenten und dem Aufspüren von solchen Momenten und dem Verändern von solchen Sehgewohnheiten, da liegt die ganz große Stärke dieses Buches und es ist wie eine Reise in so eine Welt. Und ich habe schon mal gedacht, sie hat gesagt, we have to crimp animal ethics. Also wir müssen diesen Aspekt ganz stark einbeziehen und ich glaube, da hat sie recht. Ich glaube, dass wir ganz oft einen schlimm werdenden Blick da haben. Ich wollte zum Schluss noch ein Zitat vorlesen. Einfach weil das so schön ist. I feel animal in my embodiment. And this feeling is one of connection, not shame. Ich fühle das Tier in meinem Körper. Und dieses Gefühl ist eine Verbindung. Kein Gefühl der Scham. Ich danke euch fürs Zuhören.